Alessio Bertaggia, 400 Spiele heute für Lugano und so ein Ende, so ein verrücktes Game-Winning Goal in Overtime. Nehmen Sie uns mit in die entscheidende Szene von dem Match. Nein, also der Coach hat uns gesagt, wir versuchen von hinten zu kommen. Santi hat mir die Scheibe getroppt und Kopf unten gehabt. Schlittschuh gefahren und geschossen und zum Glück ist es rein. Ihr habt ja den Match eigentlich schon gewonnen gehabt, hat man das Gefühl gehabt, und dann habt ihr noch eine Schlaufe müssen machen. Wie haben Sie das erlebt? Ja, ist sicher schade, aber ich meine, wir spielen gegen gute Mannschaften und es kann immer passieren. Aber ich glaube, die Mannschaft ist sehr zusammengeblieben. Wir haben versucht, auf der Bank wirklich nicht negativ zu sein. Sachen passieren und es ist wichtig, was du dann im nächsten Zukunft machst. Und es kann passieren. Und sind wir glücklich, dass wir wenigstens zwei Punkte geholt haben. Ja, was sagt der Match heute aus über den HC Lugano? Wir nochmal RMI, sagen sie immer, oder? Und das haben wir sicher in unserem Herz an, in unserem Garderobe. Und ich glaube, das ist am wichtigsten. Danke vielmals. Gratulieren zum Sieg. Danke euch, merci.